der perfekte Macaron. Da gibt es sicherlich viele, viele verschiedene Ansichten. Bei mir persönlich ist es so, dass er nicht mehr richtig knusprig sein darf. Also es muss schon durchgezogen sein, die Füllung muss so ein bisschen in die Schale reingegangen sein. Das Zusammenspiel zwischen den Zutaten, der Konsistenz und dem eigentlichen Geschmack am Schluss, das muss halt alles stimmen. Ich heiße Tobias Urban und habe Dein Macaron gegründet. Das ist eine Manufaktur für handgefertigte und personalisierte Macarons. Ich bin gelernter Koch und hatte dann aber auch schon immer das Gefühl, irgendwie so mit dem Süßen, der süße Bereich, das war so mein Ding. Ich hatte im alten Betrieb, wo ich fest angestellt war, einen Auftrag bekommen für Macarons. Hab gedacht, eine Woche Zeit, super, das machen wir mal eben. Und die sahen so schlimm aus am Anfang, dass ich die einfach nicht so weiterverkaufen konnte. Das hat mich dann so geärgert, dass ich einfach wissen wollte, wie funktionieren Macarons. Und ich will gucken, wie bekomme ich die perfekten Macarons hin. Und das Eiweiß wird aufgeschlagen mit Zucker. Dann werden Mandeln untergemischt. Das Ganze wird verrührt, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Kommt dann in den Spritzbeutel, wird auf Backpapier aufgespritzt, in der jeweiligen Größe, Form. Dann ist wichtig, dass die Oberfläche trocknet. Wir trocknen das bei uns mit einem Heißluftföhn, um den Prozess zu beschleunigen, um die glatte Oberfläche zu erhalten. Dann werden die gebacken, dass schöne Füßchen entstehen, das heißt, die kommen ein bisschen hoch. Die lassen wir komplett abkühlen, lösen die vom Blech, füllen die mit einer feinen Schokocreme und dann kommt noch die eigentliche Füllung der Kern hinein. Das, was es ausmacht, der pure Geschmack. Bergheim war für mich der perfekte Standort. Es ist ein kleiner Ort und ich bin dann halt für die Macarons zuständig. Also wir haben Pistazie, Mango, Heidelbeere und Zitrone. Ich will den Pinkel haben. Ich fühle mich da sehr wohl. Mega gut, richtig fluffig und leicht. Ich hatte zu Hause so einen Hobbylaser. Hatte mir den gekauft, um zu experimentieren und hatte dann meine Macarons da und da habe ich eben mal ein Logo drauf gemacht und das kam so gut an, dass ich dachte, okay, jetzt bleibst du da dran und das muss die richtige Laserstärke sein, dass es am Schluss den Macaron natürlich nicht verbrennt, sondern die Oberfläche nur karamellisiert. Also es ist sehr aufwendig, aber das Ergebnis ist dann halt einfach sehr edel. Wir haben ganz, ganz viele private Events, Hochzeiten. Da haben wir Macarons im bisschen größeren Format, als Tischkärtchen zum Beispiel im Einsatz, mit einer Gravur drauf. Dann haben wir ganz, ganz viele Firmen, Hotels, Apartments, im Stuttgarter Raum, aber auch bis nach Kirchheim, die das für die Gäste anbieten, für Hotelgäste. Aber natürlich auch reguläre Firmen, Events, Jubiläen, Geburtstage, Taufen, ganz unterschiedlich. Aktuell ist der Schwerpunkt in Bergheim, da ist unsere gläserne Manufaktur. Aber natürlich schauen wir jetzt, dass wir auch rausgehen auf Messen, auf Märkte, um ein bisschen bekannter zu werden, um uns zu zeigen. Der Macaron lebt von der Bildsprache. Das ist unser Marketing und die direkte Empfehlung. Das ist natürlich das A und O. Das sind die besten Macarons, hat sie gesagt. Wir hatten jetzt ganz viele Anfragen bekommen, wann macht ihr denn endlich mal einen Backkurs? Ich möchte mal wissen, wie stellt man diese Macarons her? Ob das ein Kinderbackkurs ist, Teenie-Backkurs oder eben Junggesellenabschieds-Backkurs, alles dabei. Und bei diesem Backkurs ist einfach wichtig, dass man Spaß hat. Ich war die ersten 3 Sonntage immer ausverkauft. Ohne Werbung zu machen, wirklich nur, weil die Leute neugierig waren vor Ort. Und ich glaube, das war so einer der schönsten Momente. Und dann auch diese Rückmeldungen, daraus sind viele Stammkunden jetzt entstanden. Ich glaube, die 100% zu erreichen bei dem Macaron ist fast nicht möglich. Im Endeffekt sind es jetzt schon 3 Jahre Entwicklung.
Aber ich glaube, dieses 100% werde ich nie erreichen. Aber das macht es ja auch spannend, dran zu bleiben und immer weiter zu entwickeln.